Ja, guten Tag, Herr Binhardt. Haben Sie Ihre Meinung mit uns teilen, wenn Sie heute den Friedensorden von uns erhalten haben? Ihre Meinung, Ihre Stellung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ich bin auch sehr stolz drauf, einen so hohen Orden zu bekommen für die Arbeit, die ich machen durfte, konnte für Vietnam als Fotograf. Es ist ja doch auch nicht so allgemein üblich. Aber die Zeit, die ich erleben durfte in Vietnam, seit 1967 bis 2000, ich war so mehrere Male dort, habe den Krieg fotografiert, Krieg erlebt, die war sehr hart, sehr, sehr traurig, aber auch sehr schön. Und ich war Zeuge mit, war der Erste, der in das befreite Süden gekommen ist, 1975. Und ich habe sehr viele gemeinsame Erlebnisse, die auch mit unserem Land und mit eurem Land, wir waren geteilt. Wir sind jetzt wieder zusammen in unserem und in eurem Land. Und das ist das Besondere, dass man Augen- und Ohrenzeuge war von dieser Geschichte. Das konnte man ja auch gar nicht wissen, was passiert, wie wird das weitergehen. Und heute bin ich glücklich, dass es so gekommen ist und dass auch meine Bilder von euch anerkannt wurden und dass meine Bilder auch dazu beigetragen haben, für Vietnam zu verstehen und zu lieben. Und ich liebe immer noch Vietnam und werde auch weiter Vietnam und euch lieben. Tôi rất là vinh dự được nhận cái phần thưởng cao quý của nhà nước Việt Nam đánh giá những cái công việc của tôi. Tôi đã là cái nhân chứng đầu tiên trong cái khi mà nước Việt Nam còn bị sau độc lập năm 1945. Tôi nghĩ rằng là thời điểm lúc đó có rất nhiều khó khăn, có rất nhiều thương đau mất mát, nhưng mà nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam đã vượt qua được nỗi đau đó, và Việt Nam và Đức thì cũng có gắn kết với nhau về lịch sử, cũng có nét tương đồng là đất nước bị chia cắt và sau đó thì được thống nhất. Chúng tôi nhìn nhận những cái kết quả mà nhân dân Việt Nam đạt được hiện nay và chúc mừng nhân dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ luôn luôn yêu quý Việt Nam và ủng hộ hỗ trợ Việt Nam. Vielen Dank.